Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zu Far Cry 4. Und zwischen all den Geballere, wir besuchen heute mal einen alten Freund. Haben wir geschafft. Gamma-Ereignis, geil. Haben wir wieder Kammer gesammelt. Okay, Wie? Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Ja? Achso. Ja, cool, danke. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja, alles gut. Kann mir das einer erklären? Ich habe keine Ahnung, wie er das Nashorn in den viel zu kleinen Käfig reingekriegt hat. AJ Gale. Ja? Sohn von Moan Gale, Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Ich bin auf alles vorbereitet. Na, super. Okay. Free Willis. Alles klar. Lesen. Yamu füttern. Madur. Yamu, der Schneeleopard. In Verschlag 4 muss so. Schalata, Arena, Trinse. Nur. Über Insekten. Nie vor dem vierten Training füttern darfst. Das ist ja nicht. Das ist ja zurückhaltend bei den Gefahren. Was? Viel Glück, Sanka. Alle klar. Okay. Hier ist irgendwo noch so ein... Leopard! Leopard! Was? Wo? Oh, eine Katze. Ui, die frisst aber viel, du. Okay, ich lade mal eben nach. Ah, hier, da ist das. Ritsch. So, dann würde ich mal sagen. Ah, der ist ja da. Katzensprung. Wo ist mein Auto? Okay, da steht ein Auto. Da stehen sogar zwei. Sehr schön. Ich lamm mir mal deine Karre, wa? Hast du was gegen, oder? Okay, tschüss. Schlinger. Nashörner. Die bräuchte ich irgendwann auch nochmal, aber... Holla die Waldfee, dann kriegst du die mal. Leute, und ihr werdet nicht glauben, was ich gestern gesehen habe. Einer von uns ist auf einem Elefanten in die Schlacht geritten und hat ein paar Soldaten von der Royal Army platt gemacht. Okay, hat es Panzermann. Habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich will einen gottverdammten Elefanten. Das Vieh hat Soldaten mitsamt ihren Wagen rumgeworfen. Die Spielzeugpuppen. Das war so. Alles klar. Oh. Dich zurück. Oh. Ups. Scheiße! Geh weg. Oh, der Vogel.
Na komm, greif nochmal an. Na komm, greif nochmal an, Vögelchen. Komm her. Ne? Ach, da ist er runtergefallen. Okay, gut. Ich meine, wir haben das Karma-Ereignis, ne? Falscher Knopf. Gut. Entschuldigung. Okay, dieser Ravi Ravana, der gibt mir aber auch ein bisschen an die Zeiger, ne? Schwestern, hier ist Freies Kyrat mit Ravi Rayrana. Es ist kein Geheimnis, dass Kyrat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amita geht, geht's bald darauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Richtig gesagt. Ravi Rayrana wiederholt nochmal. Drogen machen Spaß. Und wisst ihr, was mir an Drogen am besten gefällt? Sie funktionieren. Sie funktionieren? Ja, das schon. Aber Drogen können doch böse sein. So, in deinen Schädel. Okay, Willy, ich bin gleich da. Willis. Ich bin am Flughafen. Gut, hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Fahrgastmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich hatte ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Okay, gehen wir hin. Eliminiere die Scharfschützen. Okay, zwei haben wir schon mal eliminiert. So, hab schon was. Blob. So, ich hoffe mal nicht, dass die mich erwischen. Okay, zwei Alarme übrig. Was? Fliegt da der Willis irgendwo rum oder was? Okay, wir waren hier ja schon mal. Sehr dramatisch gestorben. Wer? Okay, da hinten ist der nächste Alarm. Ich kämpfe mich mal so langsam vor. An mir kommt nichts vorbei. Ah, ja. Scheiße, nur nicht nervös werden. Ah, okay. Da oben ist noch einer. Schlaf schön. Okay. Ich bringe jeden Einzelnen um. Beruhigt euch mal. Was
Weiter schießen! Yeah. Nicht nachlassen! Ah, Mist. Okay. Ja! Er ist da unten! Was? Hä? Ich bin am Flughafen. Gut. Hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Fahrgastmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Nein. Fuck. Ich hatte ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Okay. Erwischt. Jetzt muss ich nur noch den da kriegen. Aber ich kann nicht näher ranzoomen. Erwischt. Also scopen kann das Scope. Heiß. Heiße Tonnen sind sehr heiß. Okay. Das wäre jetzt richtig geil, hätte ich so geschaut, was die Leute. Nein. Katze, fall nicht vom Dingens. Physischer Schaden. Gegner und Tiere werden hier hervorgehoben. Ich brauche noch eine blaue. Scheiße. Oh. Okay. Das war sehr knapp. Okay, probieren wir mal was anderes. Da. Okay, wir können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Okay. Ach du Scheiße, jetzt muss ich da rüber. Ach, das ist auch noch einer. Verdammt, der Fahrer ist bestimmt wieder so besoffen, dass er die Straße nicht sehen kann. Nicht witzig. Wir haben Besseres zu tun. Ei, hey! Ei, hey! Wenn ich dich finde, gibt es keine Gnade, was? Du Mörder! Wie? Och, nö. Du wirst es bereuen, meinen Freund getötet zu haben. Ja, da ist ein Flugzeug. Wir sollen bei Sichtkontakt schießen. Aber ich sehe keins. Ich kletter hoch. Okay. Wo? Verdammt! Der Mörder ist entkommen! Schnell! Schnell! AJ ist hier! Er ist hier! Mist. Gut, okay. Wie? Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Oder ein Elefant. Glück gehabt. Noch mal Glück gehabt. Nee, da. Oh, gut. Da hockte keiner drauf. Gut. Warum bin ich nicht gleich so schlau gewesen und durch den Dingens? Hier geht so ein Tunnel. Einmal unter der Landebahn durch. Hindurch, weg. Nein. Pfeil und Bogen war schon richtig. Miau. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Die spielen da jetzt einfach nur so einen Sound ein. Mann, sind die blöde. Okay, ist hier noch einer?
Schön. Munition. Bitte lass sie keinen sein. Okay. Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schiefläuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, okay. Dann mal los. Ich hab die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Kommt Banditen aus dem Norden! Erledige sie! Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Ja, ich versuch's ja, Mann. Da kommen Banditen aus dem Osten. Schalte sie aus. Moment, ich komm zu dir. Lebst du? Das wird mir zu heiß hier. Ich lauf rüber zum Lagerhaus. Gib mir Deckung. Oh, ich kipp die Deckung. Ich weiß nicht, ob ich hätte meine Position verlassen können, aber scheißegal. Da kommt eine ganze Horde den Berg herunter. Ah, ja. Sollen sie ruhig kommen, ich habe genug Munition. Ach, wo ist der andere? Klasse, die haben mein Heli! Jupp, alles klar, geil. Medizin. Wo ist Willis? Jo. Tschüss. Wo ist der Mörser, ey? Ja, ja, genau. Was ist der Mörser, ey, dahinter? Boah, lecco mio. Hilfe. Schauen wir mal auf die 1 um. So, wo ist der Typ mit dem Mörser, ey? Ach, der war da? Schlaf nicht ein, Butterblümchen! Sieht aus, als hätten sie dein kleines Spielchen bemerkt.
Hier hagelt es ein bisschen zu stark für meinen Geschmack. Ich gehe in Deckung. Mach dich mal nützlich. Schalt die Mörser-Teams aus und alle, die kommen, um ihre toten Kumpel zu rächen. Okay? Verstanden? Gut. Jo, mag ich. Guten Ding, Kabine! Wer zielt denn da? So. Wie Gale. Ich bleib mal auf dieser Position. Bleib mal nach. So. In den Schädel. In den Schädel. Nicht ganz, aber egal. Hey. Ach da. Kommt's auch wieder raus, oder? Laufen, huiuiui. Ja, ich glaube, die Sounds sind einfach so eingespielt. Kopfschuss. Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Ja, alles klar. Triff dich mit Willis. Sehr schön. Gib mir mal das Zeugs. Kann ich mir nämlich alles schön sammeln und fertigen. Dass er dann immer wieder nach oben gucken muss. Ach Mann. Zip. Da. Entschuldigung. Gale. Ege Gale. Klicke die Klicke die Klack. Okay, schade, das kann ich nie aufheben. So. Ich glaube, das reicht erstmal so. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir gucken noch eben, wer dieser ominöse Willis ist, als ob wir den nicht kennen. Und dann ende ich diese Folge aber auch erstmal. Und los geht's. "25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley? Also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Was? Was? Okay, liebe Freunde, ich mache hier eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Gary.